Praxiswissen für IT-Manager, CIOs und CISOs. Das Informationssicherheitsmanagementsystem nach ISO 27001, kurz erklärt von TÜV Rheinland. Jeder Mitarbeiter hat verschiedene Aufgaben im Unternehmen. Aber trennen Sie immer Aufgaben und Verantwortlichkeitsbereiche, die in Konflikt stehen könnten? Beispiel: Ein Mitarbeiter aus der Abteilung Beschaffung füllt Ausgabenformulare für Computer und Laptops aus. Dann gibt er die Geräte, also wertvolle Unternehmenswerte, an sich selbst aus. So umgeht der Mitarbeiter den offiziellen Freigabe- und Warenausgabeprozess. Keine zweite kontrollierende Partei ist eingeschaltet. Besser? Das Formular wird durch eine andere Person erstellt. Der Informationssicherheitsbeauftragte unterzeichnet das Formular. Die Warenausgabe übergibt das Laptop an Herrn Meier. Besser noch mehr wissen. Deshalb jetzt schnell das E-Book von TÜV Rheinland zur ISO 27001 downloaden.